Hoi, ich bin dir mit Euro und ich zeige dir jetzt eine Übung, um dein Immunsystem zu stärken. Wir klopfen die Thymusdrüse beklopfen. Und zwar ist die Thymusdrüse unter dem Halsgrübel, also da meine Perlen ist, drunter. Du kannst da mit der Faust klopfen, du kannst mit den Fingerspitzen klopfen oder du kannst mit der flachen Hand klopfen. Dann würde ich ihre Punkte hier noch aktivieren. So wie es für dich stimmt und je nach Tagesverfassung kann das so anders sein. Man klopft, ich mache es jetzt mit der Faust, man klopft also auf die Thymusdrüse, die gerade unter dem Brustbein drunter ist. Und währenddem, dass man klopft, tun wir verschiedene Sachen sagen. So. Es kann das stimmen für dich, es kann aber auch nicht stimmen, das macht eigentlich nichts. Es sind einfach Wörter, Qualitäten, die die Thymusdrüse stärken tun. Und zwar ist es, ich liebe, ich glaube, ich vertraue, bin mutig und dankbar. Und du kannst es einfach auch mitsagen, ich liebe, ich glaube, ich vertraue, bin mutig und dankbar. Ich liebe, ich glaube, ich vertraue, bin mutig und dankbar. Ich liebe, ich glaube, ich vertraue, bin mutig und dankbar. Ich liebe, ich glaube, ich vertraue, bin mutig und dankbar. Und das machst du so lange, wie es für dich stimmt. Manchmal machst du vielleicht ein paar Runden und manchmal machst du so richtig lang, so wie es einfach gerade im Moment kommt. Du kannst so mehrmals am Tag machen, so wie es dir gerade passt. Es ist sehr gut am Morgen, wenn du aufstehst oder noch im Bett liegst, dass du das einfach kannst machen, dass du anders deinen Tag kannst durchgehen. Und im Moment ist es ja ganz wichtig, dass wir ein gutes Immunsystem haben und so mit Kraft in unseren Tag gehen. So wünsche ich dir ganz einen schönen Tag. Tschüss.